Nein, wir haben keine Dialoge mit Dr. Light, was ich schade finde, weil den hätte ich gerne mal gesprochen. So, mit dieser... mit dieser Dr. Wowie-Stimme. Ah, dafür hätte ich jetzt aber das Original spielen müssen und das will ich nicht. Au. Das will ich echt nicht tun. So, sind die hier schlimmer? Kann man hier auch drüber springen oder... Also im Original kann man über diese Viecher teilweise drüber springen. Müsste man mal ausprobieren. Aber dann stirbt man vielleicht. Nee, das geht nicht. Gut, gut. Ich hab's eingesehen. Wow. Wow. Geht es da durchzuspringen ohne... Ja. Ich löse nichts aus. Haha. Moment mal, das hätte ich nicht... Oh, doch. Jetzt regnet's trotzdem. Also von daher... Wieso habe ich den dann ausgelassen? Ha. So, jetzt machen wir was Schönes. Wir erzeugen einen Blizzard. Zack. Ist das nicht toll? Und jetzt holen wir uns ein Leben. Moment mal. Hey, die Wolke hätte davor sein müssen. Wenn es im Original gewesen wäre, weil... Weil dann sieht man nicht, wo man hoch kann und wo nicht. Und... Ah, das ist ja... Das ist ja viel zu einfach. Oh. Prr, alles glücklich gelaufen. Gut. Bam. Und hoch. Und hoch. Und wusch. Ja, sehr schön. Sehr schön. Bisher. Und nicht sonderlich viel Leben verloren. Das ist gut. So, mache ich jetzt... Ich kürze mal ab. Und hopp. Haha. Habe ich gut gemacht. Ja, ich weiß. So, dann jetzt mal... nein. Ich wollte da doch nur hoch. Na, dann warte ich halt nochmal. Juhu. Okay, hier geht's dann mal weiter. Bam. Auf die nächste Wolke. Airman-Style. Ach ja. Die alten MM2-Zeiten. Ich weiß nicht, MM2 finde ich jetzt nicht so toll. Ich finde andere Mega Man-Teile besser. Ich weiß nicht, wieso das so hochgehypt wird. Und ich weiß nicht, wieso ich jetzt mich der Gefahr ausgesetzt habe, geflamed zu werden, weil ich Mega Man 2 weniger toll finde als manche andere. Au. Ja, jetzt reicht's aber. So, ich muss da hoch. Ich werde da auch hochgehen. Mit Hilfe des Rush Coils. Au. Das war ja sehr toll, wie ich das gemacht habe. So, ab nach oben. Da gibt's nämlich ein Leben. Und. So. Und man sieht hier einen Weg. Da kann man lang springen. Und wo kommt man hin? Zum U. Das U von Rouge. Ich meine Rush. Dem Vieh, was sonst als dämlicher Köter bezeichnet wird. Ich weiß nicht warum. Ich mag Rush. In den meisten Fällen. So. Bam. Nein. Verdammt. Bam. Jetzt ist er weg. So, ich hol mir dann erstmal ein bisschen Lebensenergie hier drüben. Ey, nein. Hoch. Geht doch. So. Und... Ah, shit. Jetzt, ha. So, das muss ein bisschen schneller gehen. Ich will das Let's Play innerhalb der nächsten Stunde fertig haben, bitte. Nein, Quatsch. Natürlich nicht. Das klappt gar nicht. So, da oben würde ich Protoman treffen. Ach, treffen wir halt mal Protoman. Oder? Tue ich das? Oder ist hier jetzt was anderes? Da, 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 da. Ja, er kommt. Bla bla bla, bla bla bla, japanische Schriftzeichen, bla bla bla. Ich kann es nicht entziffern, aber er würde uns sagen, dass wir Feuer im Wald benutzen sollen oder sowas. Hm. Dann brennt da anscheinend was ab und dann haben wir Spaß dran. Ich muss sagen, ich habe ehrlich gesagt auch im Original noch nie Feuer im Wald benutzt. Oh, was haben wir hier? Ein E-Tank von unserem Freund. Welcher war's denn jetzt nochmal? Eddie, genau, Eddie war's. Das sollte ich mir merken. So, bam. Und, boah, jetzt kommen wieder diese Airman-Viecher. Attrappen. Nein. Oder so ungefähr wie diese Viecher aus von Airman sind das welche. Die machen auch nur Wind. Beziehungsweise ziehen Wind zu sich ran. Und wir sind schon wieder bei einem Boss. Ey, das geht zack, 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 flott, flott, flott. So. Und da kommt unser
Cloudman. So. Jetzt werde ich mal die Waffe gegen ihn benutzen. Bam. Oh, cool. Er lässt sich dadurch nicht zurückstoßen oder sowas. Fuck. Fuck. Au. Na, egal. Er ist tot. Ah. Ich hatte jetzt echt Panik teilweise, dass ich den nicht besiege. Weil der anders funktioniert als im Original. Weil da würde er in diese Blase eingeschlossen werden und dann ab nach oben, dann platzt die Blase und er fällt runter und kriegt Schaden. Aber so geht's natürlich auch. Brumm, brumm. So. Unser nächster Gegner ist Mr. Stage Select. Nein, Quatsch. Ist Junkman. Den können wir mit der Waffe von Cloudman besiegen. Schön zu wissen, nicht wahr? So, Forgotten Factory. Na dann ist ja mal gut. Ah, diese 8-Bit-Musik ist eindeutig teilweise besser als... Wieso sage ich eindeutig teilweise? Nein. Die 8-Bit-Musik ist eindeutig besser als... Käfer! Nein, die ist besser als Käfer. Ja, hä? Nein, die ist besser als die 16-Bit-Musik, meiner Meinung nach. Bloß das Einzige, was mich halt immer noch stört, ist dieser Aufladesound vom Buster. Ja, ein Leben! Und wir fahren einen Fahrstuhl runter, wollte ich mal gesagt haben. Und wir kommen in den nächsten Bereich. Yay! Hier ist Lava. Flüssige Lava. Und hier ist ein... Sagen wir mal, Wasserfall aus Lava. Und jetzt ist es ein Eisfall aus Lava. Und hä? Ein Wasser aus Eisfall Lava. So, und jetzt kriegen wir das S. Und was kriegen wir durch das S? Den Super Adapter. Und sieht der nicht schön aus? Sieht der nicht schön aus? Woo! Der kann sogar aufladen? Achso, ja, stimmt ja. Er kann das tun. Er kann seine Faust ballen und losschießen. Und das wird knapp. Nein, das wird nicht knapp. Das war gar nicht knapp. Aber wir können mit dem Super Adapter nicht sliden. Und wie man halt mitbekommen hat, ist ja auch ein wenig die Range durch den Faustschlag nicht sonderlich groß. Also dieser Super Adapter ist so eine Mischung aus den beiden Adaptern von Mega Man. Von Mega Man 6 war's. Genau, der eine, womit man fliegen konnte und der andere, womit man eine übelste Kraft hatte. Wenn sich jemand an das Let's Play erinnert, oder an das Spiel zumindest, weil das Let's Play wurde wenig angesehen, wahrscheinlich weil es keinen interessiert hat. War auch ein frühes Let's Play von mir, mehr oder weniger. Ey! Jetzt aber! Haha! So. Ah, jetzt muss ich sliden, also benutzen wir nicht den Super Adapter. Hm. Wie komme ich jetzt am besten weg? Hier. Ich probier's mal damit. Oh, fuck. Nein! Ach so, stimmt! Ich hätte ihn noch anlegen müssen, den Super Adapter. Scheiße. Ich hätte noch einmal auf die Schießentaste drücken müssen. So, wo kommen wir jetzt hier lang? Ach, hier sind wir wieder hier. Was? Moment mal. Wir sind wieder hier? Oh nö! Wie unfair! So, dann gehen wir mal den oberen Weg, damit wir mal gezeigt haben, wie das Ganze dann aussieht. Au! Ah, diese ekligen, ekligen... Ach so, muss ich eh! Oh, hab ich ein Glück, dass ich gestorben bin. Zack. So, und zwar geht's jetzt hier nach oben. In vollem Tempo, wie es aussieht. Ich hoffe, ich komme an die Leiter ran. Ja, tu ich. Gut, 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 gut. Sehr schön. So, und da ist wieder eine Leiter. Und an die muss ich auch ran. Und jetzt muss ich schnell sein. Nein. Oder ich warte. So, und jetzt haben wir den Rush Jet. Der eigentlich sogar sehr nützlich ist an der Stelle, die wir gerade eben nicht so gut hinbekommen haben. Hoffe ich. Ich hoffe es wirklich. So, jetzt sind wir nämlich hier. Das geht ja noch einigermaßen unter Umständen. Was passiert, wenn ich das mache? Oh, cool. Ah, cool. Wenn die sich treffen, dann passiert das. Okay. Deswegen wäre das nicht so gut gewesen. So. Was ist, wenn ich da hochgehe? Ah, dann kriege ich Schaden.
Gut zu wissen, ne? Ich hätte auch sterben können. Das wäre nicht so gut. So, Rush Jet. Ich hoffe, das funktioniert alles. Und hopp. Haha. So, nächster Rush Jet. Au. Einfach mal versuchen, hier nicht getroffen zu werden oder sonst was. Oh, Müll. Das ist nur Müll. Deswegen heißt der Typ, dem wir begegnen, auch Junkman. Bam. So. Den normalen Megabuster bitte wieder ausrüsten. Geht doch. Nidhul töten, Kanone töten und uns treffen lassen. So. Und schon sind wir bei unserem nächsten Feind. So. So. Ja, mal gucken, was Junkman für uns bereithält. Boom. Voll den Müll. Und so. Oh, fuck, fuck, fuck. Was macht er damit? Er schießt es. Ah. Was? Was jetzt? Wow. Ist er böse. Oh nein, jetzt hat er ein Schild. Was zum... Wieso kann ich den mit seiner... mit der Waffe, die ihn eigentlich treffen müsste, nicht so gut verletzen? Ah. Ah. Jetzt geht's. Los. Hör auf, Müll auf mich zu werfen. Und sei tot. Genau. Alter, ey. Also, die Bosse sind ein wenig erschwert worden, dadurch, dass man das Pattern nicht mehr durch die Geheimwaffe verändern kann. Schade, schade, schade. Passiert. So, Junk Shield. Oh Mann, zweiter Part noch nicht mal um und wir haben schon 4 Bosse besiegt. Coole Sache. Das geht ja fix. Ey, das wird ein Let's Play mal ganz schnell oder so. So, jetzt weiß ich aber nicht mehr, was war gut gegen wen. Turbo Man hatte Feuer, das war gut gegen Burst Man. Komischerweise, ich weiß auch nicht wieso. Slashmans Waffe war gut gegen... War Eis gut gegen Springman? Ich glaube nicht. Nein, Slashman war gut gegen Springman. Springman war gut gegen... Also der war gut gegen den, das weiß ich noch. Also wird Slashman wohl der sein, den wir mit der... für den wir die Waffe haben. Jurassic Jungle! Ja, ich habe auch an Jurassic Park gedacht, als ich das gesehen habe. So, ich denke mal, das wird der Wald sein. Hier können wir also Feuer benutzen. Kann ich aber nicht, ich habe kein Feuer. Ah! Ah! Hilfe! So. Ach, was macht er denn jetzt? Jetzt zeigt er mir seinen Schwanz. Was soll denn der Kack? Hör doch auf, mir deinen Hinterteil zu zeigen. Was soll ich denn jetzt machen, oder wie, oder was? Ah, jetzt wieder. Ha! Au. Ich muss den schneller besiegen, dann wird's vielleicht auch was. Oh, das ist eklig. Oh, doch nicht. Hätte sein können. Und zack, hoch. Und hopp. Ah, schön. Schön, wenn's noch klappt. So. Ah, ich hab kein Feuer. Stimmt ja. Ich hab kein Feuer hier. Das bringt mir also alles nichts. Oh, was haben wir hier? Oh, ach, das Vieh. Na egal. Ich hol mir jetzt Lebensenergie und dann ist das alles gegessen. Oh, Mann. Ein schneller Typi. Upsa. So. Hoch, 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 hoch. Leiter, Leiter, Leiter. Oh ja, jetzt kommen die schönen... Auf den können wir stehen und die laufen, Dinosaurier. Und die können springen, genau, das können sie auch noch. Hopp. Aha. Oh, fuck. Au. Egal, hat geklappt. So, jetzt müssen wir springen, genau, so. Oh, dann mach mal hinne hier. Ah! Vorsichtig. Sollte ich dabei sein? Oh, au, au. Wie komme ich da jetzt hoch? Ich weiß es. Rush Jet. So. Nein! Fuck. Das war so nicht geplant. So, nochmal. Und hopp. Was ist denn da hinten noch? Sollen wir es uns ansehen? Oh, ja, stimmt ja. Das war da auch noch.